Jetzt das weiß ich nicht. Am Ende wird John Verhoek. Ei, Vorsicht, die Kuhalke kommt aus dem Tor raus, da kommt einer dazwischen gesprintet, den müssen wir abblocken, das tut Löhmanns Röben. Schuss aus der zweiten Reihe von Pepic, abgefälscht, Kuhalke, noch ein Ball, der ist drin. Oh Mann, was für eine Scheiße. Der dritte Ball zappelt im Netz, der Siemer war es, der dann wirklich aus 7-8 Metern nur noch Czepanik nur noch draufhalten muss. Leck mich am Arsch. Hätte Kuhalke wahrscheinlich nicht den Ball versuchen lassen sollen, ins Auszugehen, den sich der Vermeer dort geholt hat. Kuhalke wollte ins Ausgehen, Vermeer geht dazwischen, dadurch war Kuhalke natürlich raus aus dem Tor. Der nächste Schuss wurde noch geblockt, aber da war die Ordnung weg in der Abwehr durch diese Aktion. Einfach Kuhalke. Pascal Breyer kommt in diesem Moment auf den Platz. Das ist natürlich undankbar. Ja, Markus Kuhalke, vielleicht hätte er sich hinpacken sollen, um den Ball dort zu schnappen. Dann hält er ihn noch einmal sehr gut und der Schuss, der aus der zweiten Reihe kam, wird noch abgefälscht von den Duisburgern. Den hält der Kuhalke und den abgeprallten Ball, genau wie gegen Stuttgart, ja. Und da war es der Pfosten, den abgeprallten Ball, den kann Markus Kuhalke dann nicht mehr kriegen. Langer Ball jetzt von unserer Seite aus sozusagen auf Vollmann, Vollmann in die Mitte. Ah, ein Bahn, schöner Kopfball. Schön auf Vollmann wieder, Vollmann an der Strafraumgrenze. Oh, das ist wieder ein Freistoß! Ecke. Hm. Aber das ist doch auch wieder ein Freistoß, Helmer, der hat ihn doch umgerammt dort. Das gibt es doch gar nicht. Ja, der kriegt auch eine Ansage, der 26, aber das ist doch, was nützt uns denn da jetzt die Ecke? Das wäre eine Freistoßsituation aus einer sehr verheißungsvollen Situation gewesen jetzt. Jetzt spielt doch mal die kurze Variante aus dem Training. Lukas Schärf soll den Gegenspieler wegziehen, jetzt muss die Ecke nicht reingespielt werden. Vollmann steht schussbereit, aber nein, sie wird hoch reingespielt und Tor! Jan Löhmanns Röben, wenn ich das richtig gesehen habe. Jan Löhmanns Röben steigt zentral hoch. Das sind 7-8 Metern und wuchtet ihn. Ja, da war dieser ganze Körper hinter dem Ball, so wie es sein muss. Der ganze Körper, den er da einsetzt. Abit, er sollte ihn einsetzen, er hat ihn eingesetzt. Er haut den Ball mit dem Schädel in die Maschen. Und da kann auch Leo Weinkauf gar nichts mehr machen. Der reißt zwar irgendwie die Arme hoch, aber in dem Moment war der Ball schon im Tor. Und jetzt haben wir Leo Weinkauf gesehen, wie er den Ball aus dem Tor holt. Und wir haben unser Standardtorhelmer. Wir haben endlich mal eine Standardsituation reingemacht, nachdem wir die tausendmal im Training geübt haben. Und ich hätte, wie ja in meiner Moderation hier zu hören war, gedacht, dass der Ball kurz auf Vollmann kommt, weil auch das ist im Training sehr häufig gewesen. Aber die Situation, dass Jan Löhmanns Röben dort zum Kopfball hochsteigt, die habe weder ich auf dem Schirm gehabt, noch die Duisburger, weil der Löhmannsröben ja eigentlich nicht bei den Standards das Kopfballungeheuer ist. Lukas Schärf kriegt den Ball und der auf Nico Neidert. Ja, der will ganz kurz, zuckt der Fuß, aber den Flügelwechsel wagt. Das macht er nicht. Damian Rossmann versucht ihn beim Fängen dadurch Ballverlust und der Ball wird links rausgespielt. 1:1 Situation für Jule Riedel. Jule Riedel gegen den 28er. Da wird, ja, versucht zu tunneln und Jule Riedel hat am Ende den Ball bedient. Corby Vollmann, der hier steil schickt. Pascal Wunderbar. Breyer, kein Abseits. Pascal Breyer läuft aufs Tor zu. Pascal Breyer und Tor! Pascal Breyer rechts oben. Kurze Ecke. Leo Weinkauf hat keine Chance. Da war Pasi durch und macht ihn rein mit den neuen Schuhen. 2:1 für den FC Hansa. Helmer, behalt mal hier Abstand, Mann. Du darfst nicht zu mir rüberkommen. Hau ab hier. 2:1 steht's, Junge. Wunderbar. Pascal Breyer mit den neuen Schuhen. Und er hat getroffen. So wollen wir das sehen hier. Ja, Ballmann. 2:1 Hansa. Toller Ball da aus der eigenen Hälfte von Corbinian Vollmann. Was für ein Ball. Traumhaft. Junge, Junge, Junge. Und der Knoten ist geplatzt. Pascal Breyer macht das Ding rein hier. Alter. Und ich habe schon gehört, ich habe ein paar Nachrichten gekriegt. In den Foren des FC Hansa sind die nach der ersten Halbzeit amok gelaufen fast. Jetzt können sie andersrum amok laufen. Geht uns das gut? Die setzen jetzt alles auf eine Karte, nehmen uns Röhm wieder mit der Brust auf Butzen. Butzen an seinem Gegenspieler vorbei. Butzen am Gegenspieler vorbei. Bring den Ball rein. Und Tor, Tor, ja! Tor, 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 Tor. Pascal Breyer nach einem Wahnsinns-Dribbling und Pass von Butzen. Pascal Breyer mit diesen neuen geilen grünen Schuhen macht er das Ding rein. Rums, bums, aus die Maus. 3:1 FC
FC Hansa Rostock. Was für eine zweite Halbzeit hier. Und die 7125 Zuschauer handgezählt im Ostseestadion. Hier hält es jetzt keinen mehr. Helmer, was für ein schöner Nachmittag. Und Nils Butzen war es, der sich da rechts durchtankt. Nils Butzen tankt sich durch, spielt den Ball perfekt an den Fünfer und Pascal Breyer diesmal aus 3 Metern Entfernung. Guck's dir an, Nils Butzen, unser Zauberfußballer. Haut er ihn einfach mal auf Pasi und der macht's mit links. Vorhin mit rechts, jetzt mit links. Beide Schuhe sind geadelt. Jetzt müsste Breyer es eigentlich nochmal mit dem Kopf machen, weißt du? Tja. Jetzt lassen wir einfach mal euch diese Stimmung hier aus dem Stadion, die ihr hoffentlich auch über unser Mikrofon hört, einfach mal mit testen. Also man muss sagen, hochverdient hier, also und die Wechsel der zweiten Halbzeit, also wenn sich die nicht bezahlt gemacht haben, dann weiß ich auch nicht. So, ja, ich bin schon in Feierlaune, Helmer. Ich bin jetzt schon in Feierlaune und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir überhaupt langlaufen dürfen, weil der Weg bis zur Interviewzone, das sind ungefähr gefühlt 2 Kilometer. Wenn wir da ankommen, sind wahrscheinlich schon alle wieder weg oder alle schon auf dem Weg nach Hause. Aber heute ist völlig egal. Heute sieht es sehr, sehr gut aus. Werden auch die Duisburger jetzt wieder nach vorne kommen und Kolke pflückt den Ball dort vor Vermeer. Der kann einem so ein bisschen leid tun. Abpfiff, 3-1, Sieg. Tabellenführer FC Hansa Rostock. Aufstieg.